Erdorf. Ich bin 1985 in Saint-Germain-en-Laye geboren. Als Sohn, oder besser gesagt als dritter Sohn einer genialen Köchin und eines tschechischen Aristokraten, alias Andreas Quartal. Und ich bin Künstler geworden mit 4 Jahren und spätestens mit 6, als ich mit meinem Vater zum ersten Mal in der Alten Pinakothek hier in München war, vor dem Selbstporträt von Albrecht Dürer. Das war eines der einprägsamsten Erlebnisse, das ich bisher mit Kunst überhaupt hatte. Und zwar hat er mich hochgehoben vor dieses Selbstporträt. Und ich fand es so faszinierend, weil man dieses Weiß, diesen Glanz in den Augen gesehen hat. Und ich war so fasziniert, weil ich mir dachte, wie kann ein Mensch das nur so malen? Wie kann man sowas so darstellen? Ich weiß nicht, das war irgendwie vielleicht so initiativ, aber natürlich ganz unbewusst. Ja, man könnte das einfach so stehen lassen oder wie ich eben jetzt vorhin schon gesagt habe, das ist sozusagen der unbewusste Andreas Quartal. Ich finde ja, dass man als Künstler eigentlich eher über das Unbewusste kommuniziert und sozusagen eigentlich das Bewusste vielleicht eher den Philosophen oder auch nicht denen, nein. Ein unbewusstes alter Ego. Ich spiele ja auch mit Fakten. Ja. Kunst ist nie ehrlich. Also, und außerdem, wer ist man schon? Wer bin ich, über mich zu richten, sozusagen? Und abgesehen davon ist Julian Meerdorf eine fiktive Figur, die häufig in meinen Zeichnungen vorkommt. Ja, vielleicht das alter Ego. Es hat auch ein bisschen was Schauspielerisches. Also das Schauspielerische ist eh ein Prinzip, das meine Kunst irgendwo bestimmt. Ich bin immer der Meinung, dass man als bildender Künstler eine theatrale Komponente hat irgendwo, weil man ja selber immer in den Arbeiten auch drin ist, egal, selbst wenn es jetzt ein Porträt von jemand anderem ist, ist es auch ein Selbstporträt. Ja. Und Julian Meerdorf ist sozusagen eine Verfremdung. Julian Meerdorf ist vielleicht der Einwanderer in mir. Ich fand den Namen sehr Thomas Mann-mäßig, sehr romanhaft. Ja. Und das ist eigentlich eine weitere Komponente meiner Arbeit, weil ich sehr erzählerisch arbeite. Also die Zeichnungen sind immer in einem Kontext von mehreren, in einem Schwarm nenne ich das, oder in einem Pulk oder so. Oder ich nenne es auch teilweise Episode, so werden die dann auch betitelt. Episode so und so, Bild so und so. Aus dieser Episode, also es hat etwas Romanhaftes und da finde ich das irgendwie, hatte das irgendwie sowas wie Felix Krull, sowas Hochstaplerisches. Außerdem, Julian finde ich einfach einen schönen Namen, ist ein römischer Name und Meerdorf finde ich klingt auch schön und Meer beinhaltet so eine Komponente von Wasser und Wasser, ich weiß jetzt nicht aus welchem Grund, also das habe ich bewusst nie beleuchtet, das blieb immer auf einer unbewussten Ebene, ist ein Element, das ich eigentlich immer wieder thematisiere, in verschiedenster Form. Sei es jetzt in der Form von Fontänen, in der Form von Schwimmen, also ich schwimme auch sehr gern, Schwimmer male ich gern. Das Meer überhaupt, also Meer
selbst habe ich jetzt noch gar nicht gemalt. Oder doch? Ja, ich habe mal einen Dampfer gemalt, der auf dem Meer dahin fährt. Es hat einfach was sehr Romantisches, sehr Weites, sehr Tiefes. Und Dorf hat etwas sehr Ländliches, sehr Bodenständiges. Also Meerdorf, ich habe da noch gar nicht so genau darüber nachgedacht, ist eigentlich ja ganz viel von dem, was ich eigentlich thematisiere. Ja. Die Themen speisen sich aus meinen Lebensumständen. Ja. Also ich verbringe eigentlich, sagen wir mal, 50-50 in der Stadt und am Land. Oder vielleicht auch 70% teilweise am Land, 30% in der Stadt. Ja. Ergibt sich aus der künstlerischen Tätigkeit, auch besonders hier in München. München ist eine sehr teure Stadt. Warum sich hier jetzt ein Atelier mieten und sehr viel Geld ausgeben? Ich arbeite dann lieber am Land, weil es erstens günstiger ist und zweitens aber auch viele Vorteile hat. Also man kann sich besser konzentrieren, es ist ruhiger, man hat eine andere Umgebung, die ganz anders geprägt ist als in der Stadt. Ja? Und für sozusagen die andere Komponente des Künstlerberufs mit der Galerie zu tun haben oder eine Ausstellung organisieren, das hat dann natürlich am Land keinen Sinn, das muss in der Stadt stattfinden oder Sammler treffen oder mit Leuten reden oder jetzt hier dieses Interview führen. Das ist dann eher eine urbane, eine städtische Komponente. Und zwischen diesen beiden Polen spielt sich so mein Leben ab und teilweise auch das, was dazwischen ist, also diese Wegstrecke dazwischen, jetzt zwischen der ländlichen Umgebung in Regensburg ist es und hier in München. Was da passiert, das ist Ausgangspunkt meiner Themen, ja, also das ländliche Prinzip und die Stadt. Ich hinterfrage die Stadt dadurch immer wieder. Sie zieht sich eigentlich total durch. Und aber auch das Land. Ja. Also der Blick des Landbewohners auf die Stadt ist immer so, dass irgendwie die Stadt ist sehr arrogant und so weiter und irgendwie das Land ist abgehängt. Das ist nur halb wahr. Wenn man eben beide Komponenten kennt, dann irgendwie merkt man, wie aber beides irgendwie zusammengehört, sich einander bedingt, aber wie beides eigentlich sich einander auch nicht kennt. Und ich als Künstler da dazwischen kann Antworten eigentlich in beide Richtungen geben. Das sind so die Themen, also ganz grob gesagt. Deswegen auch der Namensbestandteil Dorf, vielleicht in dem Namen Meerdorf. Inspirationen. Mein Lieblingsmaler ist Van Dyck. Ich könnte jetzt aber nicht genau sagen, wie der jetzt in diesen Themenbereich, wie der damit zusammenhängt. Das schwimmt so und verändert sich von Monat zu Monat. Also mein Lieblingskünstler ist jeden Monat ein anderer. Also momentan ist es Alberto Giacometti. Momentan beschäftigt sich ein Künstlerfreund von mir irgendwie mit dem und ich habe immer gefühlt, dass da was stattfindet, aber habe mich nie mit dem genauer befasst und jetzt momentan geht es so in diese Richtung. Ja, viele Literaten natürlich, also Thomas Mann habe ich ja schon erwähnt, aber der war eher, als ich so 16 war, hat mich das interessiert. 17, aber der ist natürlich so gut, dass der immer wieder kommt. So. Aber ja, Jean Genet zum Beispiel ist für mich ein Gott. Oder Jean Genet, Pierre Klosowski lese ich gerade einen Roman. Das ist auch sehr interessant. Bisschen so die Franzosen aus der Zeit eigentlich, so 50er, 60er Jahre, wo dann auch Lacan mit reinkommt, also das ist momentan, ich kann eigentlich nur sagen, was momentan so interessant ist. Ja.
Neues über das Land erzählen kann man, glaube ich, nicht oder könnte ich jetzt nicht, weil es sind tatsächlich diese Dinge, die ein Städter damit ganz sicherlich auch verbinden würde. Also Landschaft, Natur, Naturverbundenheit zwangsläufig, Landwirtschaft natürlich auch, auch die Probleme, die natürlich damit einhergehen. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Konflikt ist zwischen Stadt und Land, der momentan unbewusst eben stattfindet und den man eigentlich stärker thematisieren sollte, um auf die Spur ganz vieler Probleme zu kommen, die wir momentan haben. Und ich denke eigentlich, dass letztlich, um es ganz ehrlich zu sagen, ein Grundproblem unserer Zeit ist eine urbane Krise. Ja, oder die Krise einer urbanen Idee. Wir versuchen, die Welt zu urbanisieren, also zu technisieren. Angefangen von also der Rodung der Wälder im Römischen Reich. Jetzt entfällt mir gerade, wie der heißt. Also ein Denker aus dem 18. Jahrhundert hat das ja aufgestellt, sozusagen eine Entwicklung vom Menschen, vom Urmenschen, der im Wald lebt, ja, und keinen Blick zum Himmel hat sozusagen und irgendwie unglaublich erdgebunden ist, bis er dann anfängt zu roden, weil er irgendwie die Lichtung braucht. Ja. Und auf dieser Lichtung entwickelt sich dann ein Zeltlager und von diesem Zeltlager geht es weg zum Dorf und vom Dorf dann zur Stadt und dann irgendwann zur Akademie oder zum Gedanken der Akademie. Und daran anschließend findet eine Rodung statt, also eine Rodung der Wälder, die dann den Blick auch zum Himmel frei macht, letztlich auch dann dadurch eine Glaubensidee wird, dass also sozusagen das Übernatürliche im Himmel stattfindet, weil der Blick dorthin möglich wird. Man sieht auch plötzlich das Gewitter, also den Donner, den man vorher nur gehört hat, den sieht man dann auch. Und dadurch kriegt der Mensch ein ganz anderes Selbstbewusstsein und fängt also an, die Welt zu technologisieren und eigentlich die ganze Welt zu urbanisieren. Und das ist das, was eigentlich, finde ich, ganz richtig ist vom Gedanken her, auch wenn es ein letztlich mythologisch argumentierter Gedanke aus dem 18. Jahrhundert ist. Aber den aufgreifend ist so die Entwicklung eigentlich meines Erachtens richtig. Ja. Eine Spaltung zwischen Natur und Mensch, der letztlich eigentlich da natürlich hineingehört. Aber diese Entfremdung, die ist letztlich kulminiert die in der Überstädterung der Welt. Ja. Und daran anschließend sind eigentlich meine Themen in ganz vielen verschiedenen Bereichen finden, die dann statt. Also einerseits irgendwie, was hat die Stadt für Probleme? Ich habe mich mit dem Banlieue zum Beispiel beschäftigt, als ich in Paris war. Ja. Und das ist ja nun wirklich zum Beispiel um Paris herum ein katastrophaler Raum. Auch in Brüssel, als ich war. Brüssel ist vielleicht eine der urbansten Städte überhaupt, mit unglaublichen Problemen. Ja. Und diese urbane Idee überträgt sich zum Beispiel auch auf die Landwirtschaft. Die Leute da, meines Erachtens, reflektieren das nicht wirklich, übernehmen die Ideen, die aus der Stadt kommen, ungefragt und sind damit eigentlich dem ganzen Thema ausgeliefert, ohne einen eigenen Akzent zu setzen, weil sie selber schon viel entfremdeter sind von der Natur als vielleicht der Städter, der sich jetzt wieder von der Entfremdung entfremdet, falls das nicht zu kompliziert klingt, und eigentlich wieder dahin will, ja, in den Wald. Den Wald nicht als Gegner zu sehen, sondern eigentlich als Verbündeten. Also die Lichtung wieder zu schließen eigentlich. Und letztlich vertrete ich die Idee, man sollte eigentlich das urbane Konzept überhaupt vergessen. Ich bin der Meinung, wir sollten die urbane Idee als Lösung für den Menschen, wie er leben soll, eigentlich vergessen. Man braucht ein anderes Konzept. Jetzt vor den Herausforderungen, die sich aus dieser Entwicklung ergeben, ja. Und die braucht man eigentlich nicht benennen, weil sich die ja genau aus diesem Themenkomplex speisen. Also
Nur ein Beispiel, das ist die Versiegelung der Böden zum Beispiel. Also Frankreich hat mich von Kindheit an eigentlich fasziniert. Ja. Also ich war immer schon ein wahnsinniger Verehrer der französischen Klassik, der Architektur. Ich fand Ludwig den 14. toll. Ich fand die französische Malerei toll. Und ich wollte eigentlich immer gerne nach Paris gehen für eine Zeit. Und es gibt dieses Paris-Stipendium. Und habe mich dann sehr gefreut, dass ich das bekommen habe und habe dann in Paris, als ich dort war, angefangen zu arbeiten. Und in dem Umfeld und in der Zeit, was da alles passiert ist, also auch zum Beispiel dann diese Anschläge auf Charlie Hebdo und so weiter, floss dann in diese Arbeitsgruppe ein. Ich habe das dann genannt Entgrenzung nach Frankreich und dann bei der Favoritenausstellung da gezeigt. Entgrenzung nach Frankreich deswegen zunächst einmal ganz persönlich, weil ich mich damit eigentlich kulturell nach Frankreich entgrenzen wollte als Verehrer dieser Kultur. Ich glaube, dass, wenn man das jetzt so sagen darf, was natürlich ein Unsinn ist, aber die Franzosen uns in gewisser Weise mit ihrer kulturellen Tradition doch auch in manchen Punkten irgendwo überlegen sind, was denn die Freiheit zum Genuss betrifft. Ja. Das kulturelle Genießen, das bewundere ich sehr und ja, versuchte mich dahingehend zu entgrenzen und deswegen auch mit diesem Stil Sachen darzustellen, also mit Schönheit und über den Weg des Genusses Sachen darzustellen, die einigermaßen kompliziert sind und auch teilweise politisch problematisch, weil ich glaube, dass die Leute nicht unbedingt immer nur über Hässlichkeit aufgeweckt und angestoßen werden, sich mit Problemen zu beschäftigen, sondern vielleicht auch eben über das Gegenteil, ja, über die Schönheit. Und gerade zumal in einer Umgebung, in der eigentlich in der Kunstszene dieses Wort ja mit großer Vorsicht jetzt behandelt wird. Schönheit, was soll das überhaupt? Das gehört allenfalls vielleicht in die Mode oder so. Ja. Ich meine, das liegt im Auge des Betrachters. Das ist letztlich was in den Bereich des Unberührten gehört. Aber genauso wie die Hässlichkeit, das ist demzufolge genauso schwammig und genauso interessant und genauso offen, da auch problematische Themen reinzugießen. Wie zum Beispiel, was in der Zeit passiert ist, als ich in Frankreich war. Ja, also zunächst die ersten 3 Monate war Paris ganz sicher so, wie man sich das vorstellt. Also eine Modehauptstadt, die wahnsinnig elegant ist, genießerisch, schöne Architektur, offene Menschen, ja, wo man abends ausgeht, also alles, was man sich darunter vorstellt, und andererseits aber vielleicht auch eine Stadt, die gar nicht so sehr so interessant ist, weil einfach irgendwie gar nicht so viel wirklich Dinge passieren, die so weltbewegend sind. Ja. Es gibt da natürlich weltbewegend, muss man vorsichtig sein, den Louvre, der immer da ist, also wenn der nicht weltbewegend ist, weiß ich nicht mehr, was weltbewegend ist, aber eben keine Brisanz. Ja. Und dann, als ich auf dem Weg war zu dem Pariser Stadtmuseum im Hotel Carnavalet, kam die Nachricht, dass diese Attentate da stattgefunden haben. Und ich habe schon gemerkt, auf dem Weg dahin, also ich habe gar keinen Fernseher gesehen oder Radio gehört, irgendwas stimmt hier nicht in der Stadt. Also ich war auch ein bisschen in der Nähe von Republik und auch in der Nähe von dem Hotel Carnavalet und ging dann raus dahin und irgendwie war es so ruhig, kein Mensch war auf der Straße. Ja? Und ich habe mich mit einer Freundin laut unterhalten und ein Mann, der vor uns ging, irgendwie 5 Meter weiter, und
drehte sich um, aufgeschreckt, dass da jetzt jemand laut redet auf der Straße, und ich dachte mir, was ist hier los? Ja, und dann haben wir festgestellt, dass das eben passiert ist. Ist auch interessant, dann in dem Augenblick in das Pariser Stadtmuseum zu gehen, das die Geschichte der Anfänge von Paris bis heute sozusagen reflektiert. Ja, das war gleich in so einen historischen Kontext eingebunden. Und irgendwie war die Stadt zu dem Zeitpunkt dann so anders und eigentlich die letzten 3 Monate von meinem Aufenthalt auch und derartig geprägt von diesen Vorfällen, dass ich das zwangsläufig thematisiert habe, weil ich kann da gar nicht anders. Ich bin da irgendwie wie ein Sensor, der einfach irgendwie die Umgebung halt wahrnimmt und das irgendwie filtert, ja, durch mich durch in eine Zeichnung oder in eine Arbeit rein und dann diese Stimmung aufgenommen habe. Ja. Und parallel dazu oder eigentlich ein bisschen später, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wie es war, fand dann ja auch bei uns diese gigantische Einwandererdebatte statt, die dann Auslöser für so ganz viele Entwicklungen waren. Und auch noch, nachdem ich dann hierher gekommen bin, wieder zurück und dann diese Favoritenausstellung vorbereitet habe, hat mich dieses Thema der Entgrenzung und der Grenzen beschäftigt. Die Gesamtinstallation bei dieser Ausstellung bestand aus Skulpturen auf Sockeln, also Keramikskulpturen, Zeichnungen an der Wand und einer großen Collage zum Thema Bataclan. Die Skulpturen auf den Sockeln sind unmittelbar nach der Zeit entstanden, als ich in Paris war, und da habe ich so eigentlich eher private Erlebnisse verarbeitet, auch so ein bisschen den Genuss in der Stadt, einfach die Stimmung, so vielleicht die ersten 3 Monate oder eher auch private Aspekte, ja, also mich irgendwo in der Stadt zu verorten. Während die Zeichnungen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele es waren, aber vielleicht schon 30 Stück oder so, also mit Bild und Text gemischt, also Texte sind für mich eigentlich eine andere Sprache als ein Bild und reißen einen nochmal so raus, wenn du vor so einer Wand stehst mit lauter Zeichnungen und hast dann irgendwie Texte dazwischen. Das verlangsamt auch, du musst den Text lesen oder du siehst ihn nur als, eben auch als Bild. Ein Text ist letztlich, das ist letztlich auswechselbar, also da spielt sich so ein bisschen so eine Magritte Idee drin mit dem Apfel oder der Pfeife und Buchstaben und Bilder. Und in der Wand geht es eigentlich um diese Grenzen, also um diese Grenzidee. Denn von Blattrand zu Blattrand oder zwischen den Blättern findet ja auch sehr viel statt. Erstens schon mal, wenn ich es mache, ja, und wenn ich es dann zusammenstelle. Und zweitens eigentlich beim Betrachter. Also für mich vollendet der Betrachter eigentlich dann so eine Arbeit. Und es ist wesentlich wichtiger, was der denkt, als wie wenn ich ihm das sozusagen vorgebe. Denn das ist genau die Auflösung dieser Grenzen, die zwischen den einzelnen Blättern stattfindet. Zum Beispiel hatte ich ein Blatt drin, das den Spiegelsaal in Versailles gezeigt hat, ja. Vollgefüllt mit Touristen, also du kannst eigentlich nur, du siehst eine Herde von Touristen und siehst dann nur so die Deckengemälde oben drüber. In unmittelbarer Nachbarschaft zu dieser Spiegelsaalzeichnung hatte ich dann eine große Zeichnung zu dem Thema Idomeni, also zu diesem Flüchtlings- oder Elendslager gemacht. Und zwar die dann dargestellt wie ein Triumphzug, die eigentlich einmarschieren, also mit einem Anklang auch an Historienmalerei, ein bisschen das aufgegriffen. Und dann aber auch jemanden dargestellt, der diesen Zug mit einer Kamera fokussiert, also das klar auch als Fernsehszene dokumentiert und damit das historisiert, weil es ja eigentlich den Blick des Betrachters wieder entfremdet auf das, was sehe ich da eigentlich in den Medien. Ich meine, da war ich nicht dabei, aber es hatte auf jeden Fall mit meinem Frankreich-Erlebnis zu tun. Und das Ganze war aber ein mediales Ereignis. Ja. Und
Naja, was ich jetzt zwischen dem Spiegelsaal und diesen französischen Triumphmalereien da von Ludwig XIV. Auf den Deckengemälden, die die Touristen anschauen, abspielt, zwischen dem Blatt und diesem Idomeni-Bild, das ist das Interessante. Ja? Und ob der Betrachter das sieht oder ob er das nicht sieht, ob er diesen Zusammenhang herstellt oder ob er da beide Male nur ganz oberflächlich eine große Gruppe von Leuten sieht, das kann ich nicht beeinflussen. Aber ich kann es steuern auf einen wiederum unbewussten Kommunikationsweg, zum Beispiel auch, dass dann eben in so einem Schwarm noch ein Text drin ist, auf Französisch zum Beispiel, der vielleicht wieder ein privates Erlebnis reflektiert, das aber mit dem einen oder anderen Wort da wieder eine Verbindung knüpft. Ja. Dann haben die Skulpturen wieder damit zu tun und kommen in diesen Schwarm mit rein. Und wenn sich so ein Betrachter dann in so einem Raumereignis hin und her bewegt, dann spannt er auch auf unbewusste Art und Weise oder vielleicht auch auf bewusste Art und Weise, je nachdem wie er halt schaut, dann eine Verbindung. Und dann gab es noch eine ganz große Collage, eine Papierarbeit zu dem Bataclan-Thema, das ja dann auch daraufhin noch stattfand und dann ja eigentlich irgendwie dem ganzen Ereignishorizont die Krone aufsetzte. Ja, also nochmal eine Riesenkatastrophe. Ich war dann schon gar nicht mehr in Paris, aber konnte das nicht auslassen, weil ich wahnsinnig viele Freunde in Paris seit der Zeit habe. Und ja, ich meine, jeder war damals einfach erschüttert über das. Und ich habe dann versucht, das von außen irgendwie noch anzuschauen, auch als mediales Ereignis, aber eben mit persönlicher Verbindung nach Paris und habe das dann so dargestellt, dass diese Titelseite der Zeitung, die damals eine Szene gezeigt hat, von jemandem, der fast wie von so einer Pietà so einen Typen so hochhält, ja, und wegträgt, oder glaube ich zwei Leute sind es, die irgendwie den so wegtragen, also eine richtige Pietà-Szene war das, und der einfach verletzt und nackt und irgendwie als Opfer da gezeigt wird, das irgendwie mich dem zu nähern, also diese Erschütterung einfach darzustellen. Und das habe ich dann als Ausgangspunkt genommen, habe das dann mit Ornamenten versehen, die ineinander übergehen, sich nochmal spiegeln, reflektiert auch die Blumen, die da niedergelegt wurden an dem Ort, also diese Trauerkultur auch. Und ja, aber von oben habe ich dann einfach, wie in der griechischen Tragödie, um einfach für mich dieses Problem zu verarbeiten, was kommen lassen, wenn nichts mehr hilft, kommt ein Deus Ex Machina. Und da habe ich dann den Gott Hermes dargestellt, der quasi mit dem Stahlhelm angetan runterkommt und dieser Pietà dann sozusagen als Ausweg aus dem Ganzen, also ironischerweise, einen Turnschuh vor die Nase hält. Ja? Also ein Symbol, das ist ja auch ein Fetischobjekt, auch für viele französische Einwanderer aus dem Maghreb, diese luxuriösen Adidas- und Nike-Turnschuhe. Ja? Also ein Nike-Turnschuh vor die Nase hält sozusagen mit dem Fragezeichen, ist der Konsum jetzt auch hier die Lösung als Ausgang aus dieser Trauersituation oder aus diesem politischen Konflikt, der sich plötzlich auftut? Natürlich mit dem Fragezeichen versehen, aber nichtsdestotrotz musste diese theatrale Figur da einfach für mich dann kommen. Ja.